bin nicht immer so Oli. Das sind Steinböck. Mütter mit ihren Kindern. Hallo zusammen. Keine Antwort. Aber sie haben auch keine Angst vor ihm. Das ist noch schön hier oben. Weil das ist so eine menschenleere Gegend. Und Steinböcke sind per se nicht so schön. Sicherheitsdistanz, aber das ist ja in der jetzigen Zeit normal. Schauen wir nochmal rauf. So, Luftanzeichen. Wie das aussieht. Siehst du das da? Da fährt das Quarzband an. Und das Quarzband wird grösser. Und das Quarzband zeigt, ich hoffe, man sieht das hier, kleine Löcher. Das heisst, also, es ist nicht kompakt. Und wenn man so etwas findet, dann könnte es hinten dran hohl sein. Und im Hohlraum dann die schönen Kristalle haben. Jetzt wollen wir jetzt gerade mal gucken, wie das weitergeht. Ich muss noch die Kamera abstellen. Also, das geht da hinten. So ein bisschen riskant unter dem Stein, der steckt nur hier. Da ist er drauf. Und hinten liegt er drauf. Also, ja. So ein bisschen Geröll wegnehmen. Yes, es geht hin. Warum sind Steine so schwer? Hey! Lügst an! Jetzt, Kamera. Tada! So sieht das also aus. Hier haben wir das Quarzband. Und anscheinend öffnet sich das. Öffnet sich das hier. Und was sagt man denn dazu? Da können wir noch einen Schutt rausnehmen. So wie es aussieht, ist das eine unberührte Kluft. Es hat nicht so viel Schutt drin und auch nicht so eben. Schauen. Ist das nicht ein Quarz da drin? Ja! Da spüre ich doch etwas. Mal dran ziehen. He? Hey, lügst du so? Yep, ob es noch mehr hat. Vorsichtig sein. Ah, lüg jetzt. Hey, ich bin ganz nervös. Oh. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Morion. Oder auch extrem dunkler Rauchquarz. Leck mich. Perfekt. Perfekt erhalten. Schauen wir an. Wie schön ist das denn? Also, ich bin jetzt mal den Stein putzen im Schnee unten hier. Und ich bin ganz außer Atem, ich muss sagen. Ich zeige euch jetzt was. Also wenn das nicht ein schöner Quarz ist. Ich glaube, der hat schon einen Platz in der Vitrine reserviert bei mir. Schau mal an. Haha! Strahlerglück. Und das am ersten Tag in der zweiten Kluft. Mega. Und ohne arbeiten, nur rausnehmen. Ernten.
Wahnsinn. So, zur Vorgehensweise, wenn man so eine Kluft findet. Man kann natürlich jetzt einfach hier hinhocken oder liegen und dann dort innen gehen suchen. Also rausgraben und dann können wir wahrscheinlich einen Stein, schöne und Schutt. Weil hier war ja früher noch ein Gletscher. Seht die abgeschliffenen Felsen hier überall. Hier war vor vielleicht 20 Jahren der Gletscher. Und jetzt hat der Gletscher natürlich auch das Eis ist in die Kluft rein und der Gletscher hat dann das mit dem Eis auch die Steine rausgenommen. Also hier, wo ich jetzt sitze, auch hier kann es Steine haben im Schutt innen. Das heisst, ich muss jetzt so ganz vernünftig vorgehen und mich quasi so ein bisschen mit Vorfreude antasten und nehme zuerst mal die groben Steine weg. Und da muss ich sehr vorsichtig sein. Da! Hast du gesehen? Ich weiß genau, was du jetzt denkst. Da hätte er doch vorher da reingesteckt. Nein, Kamerad, das ist nicht so. Nein. Das ist definitiv nicht so. Die Arbeit machen wir also nicht. Ich muss das nochmal schnell so festhalten. Rauchquarz von der dunkelsten Sorte. Nicht ganz Morion. Also, geht's weiter. Schauen. Es gibt garantiert jetzt wieder die Ungerüfe, die sagen, nein, der hat doch das hier versteckt und so. Nein. Machen wir nicht. Haben wir nicht nötig. Also, jetzt muss ich schnell die Kamera weglegen und hier ein bisschen buddeln. Und dann nehme ich euch wieder dazu. Ich bin hier am Ausgraben jetzt von der Kluft. Jetzt etwa 80 cm hinten graben und habe gesehen, dass eigentlich eher auf der linken Seite Kristalle sind. Und was man hier an der Decke hier oben sieht, hier, schau mal an, ein riesiger Doppelländer. Gigantisch gross. Schau mal den Glanz, den der hat. Ei. Mega. Und hier kommt noch eine Stufe führen. Die probiere ich jetzt gerade mal zu ernten. Stufe. Ja, muss ich noch ein bisschen ausgraben. Das geht noch nicht. Ich will nichts kaputt machen, was hier Jahrmillionen drin verbracht hat. Und jetzt darf ans Tageslicht kommen. Unglaublich. Es hat sich einiges da. Es sind Stufen rausgekommen. Es hat in der Kluft drin wie eine Trennwand. Und die Trennwand, die tut quasi einen Taubenteil von einem quarzreichen Teil trennen. Wie jetzt das Stand gekommen ist, weiss ich nicht, aber Fakt ist, die Trennwand dort hinten, da will ich reingehen. Da haben wir einen wunderschönen Doppelländer und dann sehen wir hier noch einen Spitz von der Nabe, das ist eigentlich ein Grüppli. Und da war eigentlich die Trennwand, wo das Grüppli ist. Da war die Trennwand. Und die konnte ich jetzt vorsichtig rausnehmen. Und dann hat sich Folgendes gezeigt, es ist ja ein Doppelländer an der Decke. Doppelländer, Gewindel, stehende Quarz. Je nach Kluft hat es einen gewissen Vorrang von gewissen Sorten Stein. Und jetzt habe ich das Folgendes hier zum zeigen. Also, das sind alles Doppelländer, die sind fest darauf verankert. Die haben den höchsten Glanz. Und was ganz, ganz toll ist, seht ihr das da, das ist Adular. Und das sind wunderschöne Adular-Kristalle zwischeninnen. Also wir haben hier eine Quarz-Adular-Paragnese. Hier ist das nächste Stiefel. Das
sehr, sehr schön. Ich habe es noch einfach so gelobt, wie es ist, dreckig. Und hier sehen wir ein Adula-Aggregat. Da sind verschiedene sehr schöne Adula-Kristalle ineinander drin. Ganz etwas Tolles. Ich bin gespannt, was da noch weiter rauskommt jetzt. Weil ich bin noch nicht mal am Boden unten, also da könnte schon noch etwas kommen. Ich bin sehr gute Dinge. Ja. So, nochmal das Bergen von einem schönen Stein. Ich habe da meinem Höckchen etwas gespürt. Jetzt gehe ich da holen. Da. Ja. Ja, gut. Ist ein Verwachsener, he? Aber ein sehr schöner Glanz. Wunderbar. Tipptopp. Jetzt hat es immer noch hier auf der Seite eine schöne Gruppe an der Decke. Die probiere ich dann ganz rauszunehmen. Und da hinten haben wir den Doppelländer. Und weiter hinten noch einen schönen Krüppel. Und auch das probiere ich dann ganz rauszunehmen mit einem langen Bohrer. Ein bisschen heikel, aber mal gucken, he? Ob es klappt. Tada! Es ist langsam spät, ein Nachmittag. Aber ich habe mich entschieden, doch noch anzufangen mit Deckenstufen, um die probieren rauszunehmen. Ich muss auch ein bisschen Platz machen, dass man dann die Stufe auch wegnehmen kann. Weil einfach so eine Stufe aus dem Berg ziehen geht nicht, weil die Schnur ganz verzahnt mit den Steinen. Also das geht nicht so einfach, wie man sich das so vorstellt. Um das zu machen, habe ich meine patente schöne Bohrmaschine mitgebracht. Hey! Aufgedreht, ohne Scheiß. 1000 Höhenmeter. Also, jetzt geht's los. Ich habe jetzt hier mehrere Bohrungen gemacht. Sehr viel, um sicher zu sein, dass es funktioniert. Leider hat sich hier schon ein Riss gebildet. Und jetzt kann ich die Stufe hoffentlich abdrücken. Hoppla. Ja, 1000 Teile. Ja, das ist leider so. Ja, schon viel kaputt gegangen. Schade. So ist es halt im Leben. Kann ich nicht mehr gewinnen. Endlich bei der Kluft angekommen. Überraschung? Nein, keine Überraschung. Es hat nicht Schnee hier. Es hat schon geschneit. Für das haben wir natürlich das passende Werkzeug. Wir müssen das erste Mal ein bisschen Schnee wegpacken. Sonst gibt es gleich mal kalte Füße und nasse Hosen. Keine Lust darauf. Nachher schauen wir die Luft rein. Dann sehen wir, was ich alles schon gemacht habe und was ich rausgenommen habe. Und dann hat es vielleicht auch noch das eine oder andere Bischule, wo man rausnehmen kann heute. Sehr, sehr, sehr gut. So. Wie geht's? Da liegt schon ein Stein. Ha! Und hier noch ein. Das wäre in der Kategorie K.
Klein, aber fein. Kennen wir ja schon. So, Seite legen. Das ist jetzt echt easy gegangen. Und nachher. So. Jetzt geht's weiter. Luft aufmachen und dann reinschauen. Leider zeigt sich die Luft wassergefüllt. Sieht man fast nicht jetzt hier. Hier haben wir die Luft. Der Wasserspiegel haben wir leider erst gesehen, wenn er sich bewegt. Und jetzt hat es noch ein paar schöne Steine. Die sind hier hinten. Mal schauen. Vielleicht gibt das ja noch etwas. He? Aber es ist auf jeden Fall ein Stück Arbeit. Die Stufe ist gelöst. Zwei Löcher bohrt. Spaltkeile gesetzt. Abgedrückt. Und ich habe ja noch nicht gesehen, was es ist. Es war ja immer im Wasser oder im Schlamm. Gewesen. Ich habe einfach nur so reingelenkt und gespürt. Jetzt ist sie lose. Hier innen. Hoffentlich sieht das. Und ich nehme es jetzt einmal raus. Mal schauen, was es ist. Das müssen wir mit dem Löffel nachhelfen. Ein Löffel. So weit hinten kommt und dran. Und da, okay, so muss das sein. So etwas habe ich gefühlt da hinten. Ja, schöne Röhrquarzstufe. Schaust, so muss das sein. Halt eher liegende Doppeländer dafür. Auch nicht schlecht. Heidenei. Ah, das freut mich jetzt. Das ist jetzt gut. Der Gabentisch hat sich jetzt doch noch gefüllt. Es hat ein paar schöne Stufen gegeben. Die werden Sie jetzt gerade im Anschluss dann von diesem Film noch sehen. Wenn Sie daheim sauber geputzt sind und noch ein bisschen formatiert, dann macht es auch ein bisschen gescheite Falle. Für mich heisst es jetzt hier oben Abschied nehmen. Der Herbst ist da, man sieht es. Schnee. Bergtollen können wir noch schauen. Der Schnee kommt langsam. Es wird nicht mehr allzu lange so sommerlich warm sein wie jetzt gerade. Jetzt sind es gefühlt die 20 Grad, wunderbar. Fast zu warm zum Arbeiten. Nochmal einen Blick in die Luft. Was ich jetzt noch zu tun habe, ist alles wieder naturgerecht gestalten. Steine anlegen, zumachen. Erde ein bisschen dran schütten, so dass man nichts mehr sieht von den Eingriffen, die ich jetzt hier gemacht habe. Das ist etwas, was ich sehr wichtig finde. Es ist keine Vorschrift, man muss das nicht machen. Aber ich finde, man macht das, weil man hat ja auch etwas gewonnen und etwas darf mit heimnehmen. Es macht eine riesen Freude. Dann kann man sich die kleine Mühe noch machen und das wieder so herstellen, dass es so aussieht, als wäre noch nie jemand da gewesen.